Bei mir steht es noch unter Offline. Ja, die Verzögerung muss so, ist noch drin. Man weiß ja nicht. Viel Spaß! Ach, da. Der Currywurst im Among Us. 772 Leute gucken mir hinzu. Ja, ne? Ja, Reik. Twin. Was geht ab? Na? Ich stehe bei dir. Ja, krass viel Action immer, ne? Weißt du, Ja, kennt man ja. nice. Gerade live schon will jeder was von Ja, geil. mir. Hier, soll ich auch Greenie aufbauen und aufnehmen, oder? Das ist dir überlassen. Dein Kanal, ne? Ja, ich weiß gar nicht, wie sieht es denn aus? Haben wir noch genug, oder? Du hast das Turnier zu Ende. Das ist also bis nächste Woche Donnerstag. Hätten wir es mal genug. Also bis Donnerstag. Ja. Ja, dann Dann nehme ich noch Spaß ein. selber auf. Oder? Dein Kanal, Junge. Mach, was du meinst. Ich krieg eh mein Geld. Ah ja. Genau, mein Junge. Ach komm. Dann machen wir noch mal eine Folge, wenn alle dabei sind. So, Einladung hast du mir geschickt? Ja. Wenn David um 10 kommt, meinst du, dann nimmst du auf? Ja, dass wir dann mal einen richtigen Termin haben, weißt du? Achso. Wenn der Joe ist. Na dann. Ja, Full Squad und so, weißt Ja, guck dir mal, Wikinger-Skin an, Junge. du? Schon krass. Ja, ne? Er ist schon legit. Hast du den gekauft oder bekommen? Ja, Ingame, Junge. Ah. Dafür habe ich Zaster bezahlt.
Irgendein Wikinger-Skin. Hauptsache irgendwas. Oh Mann. Was denn? Die Wikinger gehen durch bei dir. Das ist doch geil! Du musst nicht jeder so schlecht gelaunt sein wie du immer. Da bin ich doch gar nicht. Weißt du, die Wikinger hatten damals keine Probleme mit der Telekom. Wow. Ja, wir haben problemloser gelebt. Doch. Oh nein. Du hast jedes Spiel, was ist denn? Ja, aber Torhunger, das kann ich nicht. Könnte an dir liegen. Nee, das liegt am Spiel. Nee. Und ab. So. Fall Guys. Genau. Kommst du? Seh dich gar nicht. Ach doch, da. Zweite Reihe. Ich guck nur die erste Reihe zählt für mich. Boah, nein! Scheiße, ich hab's nicht geschafft. Ich hab's nicht geschafft. Okay, dritte Bahn. Nein! Vierte Bahn. Alles klar. Was machen wir jetzt? Alter, so ein Affe hat mich weggedrängt. Was hat er wirklich ein Affe gibt, lustigerweise aber. Hey! Top 20! 20 Bomb! Nicht hechten! Da darf man nicht hechten! Ach Sven. Oh Mann. Von ganz oben einmal drauf springen, aber nicht hechten. Das ist so 10 das Top Sonic schon wieder. Nee. Ah, scheiße, ey. Hechten macht dich langsamer. Ah, okay. So, weißt du, wenn du den Flow so mitgenommen hast und dann übers Tor nochmal fliegen möchtest, weißt du, wenn du schon nicht mehr in die Glibber bist, von, also von davon abgehen, ob von der Rap weg bist. Ja. Dann hechten, also in der Luft. Ah. Aber auf der Bahn selber noch nicht. Okay, okay. Dann probieren wir alles. Oh Mann. So, Finale? Instant? Sehe ich nicht. Dritter Parcours! Lass dir erstmal wieder zeigen können, was du kannst, ne? So. So. Was meinst du denn aktuell von YouTube? So zufrieden? Ja. Geht besser, sagen wir es mal so. Du hast das Turnier aktuell? Ich finde schon, ja. Nein! Lol. Hey. Lol, der ist ein Raum. Weltraumfahrer. Raum. Nein! Sven.exe stopp. Wie gut. Nein! Also ich hab die zwei Rolldinger durch und dann bin ich am grünen Fleck vor dem Checkpoint, ja, der grüne Fleck vor dem Checkpoint. Da bin ich dann drauf. Du wieder! drauf abgeklatscht. Ja, jetzt das zweite Mal. Oh Mann, ey. Jetzt. Ja, geil. Ach ja, du schaust mir zu. Ich dachte, ich wollte gerade fragen, wie weit du bist bestimmt durch. Du musst die Scheiße ja auch noch angucken. Ja. Oh, knapp. Easy game, Jung. Easy game. Hier ist ein Schnitzel. Geht er den Way of David? Links lang. Oh. Immerhin noch geschafft. Ja. Ich meine, ne, so an sich, bei YouTube kurz vor den 1000, bei Twitch kurz vor den 100, könnte schlechter laufen sein. Ja, das stimmt. Könnte schon schlechter sein, das stimmt. Aber weißt du, ich bin irgendwie noch nicht ganz so zufrieden, also. Ich finde, der ist doch Luft nach oben. Obwohl ein Hamster wieder dabei ist. Ja. Ja. Der ist das Problem. Aber wir haben halt noch einen, der fehlt. Und ja, wir sind doch nur... Bergkran 98. Wir sind doch nur noch zu dritt, oder nicht? Ja, aber trotzdem, das ist nämlich auch die Sache, die fehlt. Weißt du, der Bergkran. Ich bin raus. Ah ja, gewinnst du eh wieder.
Nee. Also ich habe, als ich mit Holger Reifenlegende gespielt habe, ne? Dieses einzelne Reifending. Ja. Ich habe die zweimal spielen müssen oder so. Ich habe beide mal Rage Quit gemacht, weil mich das so genervt hat. So schlimm? Ja. Alter. War nicht mein Tag. Aber da bist du jetzt gut weggekommen. Oh, oh. Sagte er okay. Und jetzt bis Ende. Vorwärts! Easy Snack! Ja, moin. Du! So eine dumme Ruhe. Nein! Ich hab dieses Spiel ist einfach Schmutz, weißt du das? Mhm. Es sind so viele Affenkinder. Das regt mich hier noch auf. Ganz ehrlich. Alter. Verpiss euch. Ist mir scheißegal. Wie er das Ding einfach wegschieben. Ja, weißt du, wenn das eine nicht klappt, mach ich das andere. Man muss ja auch taktisch spielen sein, ne? Das auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das stimmt dir voll und ganz zu. Verpiss dich, Affe. Jetzt mit den Affen runterschubst. Oh, der Affe schaffst noch, oder? Ich glaub nicht. Doch, dafür ist der Vorletzte gewesen. Also eigentlich der Letzte, weil einer hat noch gewartet. Aber. Oh, der hätte sich geärgert. Ich meine, der wäre schon stolz Tag. Gewesen, jetzt jemanden rauszukicken. Da wäre dieses andere Kraxeln, weißt du? Ja. Hätte ich mir auch schon gesehen. Muss ich ja behaupten. Ich kann nicht sagen, dass ich keinen Gefallen dran gefunden hätte, wäre es so gewesen. So, jetzt Hauptsache kein Teamspiel. Dieses Zehenspitzen-Ding kam lange nicht mehr. Zehenspitzen-Ding? Was ist das nochmal? Mit diesen Platten, die runterfallen, wo du nicht weißt, welches du durchlaufen kannst, welches nicht. Okay, ich bin raus. Ja. Okay, AMG, scheiße, von raus. Das war Lost im Tier. Ja, das ist RIP. Go, go. Go, go, Power Rangers, oder? Schon. Yo, das schaffst du schon. Aber für mich wirkte das jetzt ziemlich verzögert. Gar keinen Bock mehr. Hey, Superheld, nimm mich mit. Lul. Gab's irgendwie ein neues Update? Warum? Weil vorher musste man dich ja immer noch suchen, wenn man zugeguckt hat. Ja, und dann jetzt bist du aktuell direkt drauf, ne? Genau. Ja. Das war Montag auch schon so. Also ich hab. Natürlich! Natürlich! Pass auf! Pass auf! Ja, nein! Huh! Was denn? Da fliegt Obst auf meine Schnauze, wie soll ich denn ausweichen? Pass auf! Hast du es geschafft? Easy Game! Du warst Neunter, oder? Ja. Alter! Oh, die Eule hat mich noch überholt, ey. Okay, der Affe ist aber raus, also mein Erzfeind. Okay, immerhin. Mein Plankton zu meinem Mr. Krabs. Aber du bist ja noch dabei. Das ist das Wichtigste. Ich bin raus! Nein, das hast du easy. Nee, final habe ich immer Pech. Das machst du jetzt genauso wie ich. Ja, Zweiter werden dann Pech haben, weil die gleichzeitig kommen. Ja. Okay, ja. Schon mal warm machen? Ich stell mir einfach zum anderen Wikinger, dann denkt er, er spielt mich, weißt du? Und dadurch fliegt er raus. Ah ja. Mind Games.
Okay, da hinten fliegt er erst raus. Okay, der Typ sieht aus, als würde er gleich festhalten wollen. Weißt du, so richtig assi sieht er aus. Ja. Okay. Okay, du hast zwei bei dir. Oh, pass auf, pass auf. Hast drei verloren, pass auf. Okay, hinten geht einer weg, das macht nichts. Boah! Gar kein Problem. Pass auf, die kommt doppelte Kopf. Oh, Plattform wechseln! Gar kein Problem, Sven. Ich sag, da wo ich jetzt draufstehe, fliegt, ist der nächste. Hau rein, Eule! Alter, du stresst mich gerade. Pass auf, du musst wechseln! Ich sag, okay, ich bin aber gefickt. Also, wenn der Gelbe jetzt runterfliegt, bin ich gefickt. Dann hat einfach der Gauler gewonnen. Ja, wo holt der Gauler das raus? Der Gauler ist aber scheiße. Ach nee, scheiße. Oh, du musst hüpfen. Danke für die Erklärung des Spiels. Ich muss lachen, das ist unfair. Nochmal! Ja, hier weg! Ich muss lachen, das ist unfair. Ja, wo holt der Gaule Scheiße? Okay, diese Plattform wird so scheiße. Alter, du hast echt fertig. Mein Herz, Alter. Okay, das ist so ein Festhaltboy, weißt du? Guck ihn an. Ha! Jannik! Abpassen! Abpassen! Hüpfen! Der andere hat mich festgehalten. Hast du es gesehen? Hüpfen! Nein! 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 Scheiße! Hey, schau, was ist das denn? Er ist auch runtergeflogen. Ich hab gedacht, wenn ich ihn festhalte, wenn ich vor ihm stehe, dann fällt er halt eher runter, aber das war nicht der Fall. Ja, schade, Mindgames. Boah, mein Herz. Machst du nix. Wie du gesagt hast, ich soll den Sven machen. Zweiter wäre nur noch ohne Fall. Ich hab auf dich gehört. Oh Mann, ey. Ja, genau. Oh Mann. Mamma mia, war das scheiße. Aber hier. Easy. Oh ja, Ritterparkour. Wer da durchfällt, kann einfach gar nichts. Der ist einfach schlecht. Ja, aber richtig. Okay. Yannick, wir schaffen das jetzt. Wir schaffen das jetzt gemeinsam. Ja, jetzt kommen wir beide ins Finale. Dann machen wir erst der Zweite. Genau so sieht's aus. Dann machen wir das so wie gerade eben, nur dass du da random bist, den ich festhalte am Ende. Genau. Hey. Weißt du jetzt? Weißt du, kaum sage ich, werde ich festgehalten. What the fuck? Hey! Wow. Hey, mein Controller funktioniert nicht richtig. Funktioniert nicht richtig. Controller! Sven ist raus. Ich kann nicht mehr lenken. Ich kann nicht lenken. Ist überflüssig. Du musst ja nur geradeaus. Hallo Sherpa, hoffentlich alles. Aua! Fit bei dir! Aua! Oh, Sherby. Aktuell bist du, glaube ich, bist auch 10. in der. Wow, ich bin weggeflogen! In der Scorerliste, ne? Also. Eieiei! Kacke! Nein! Aha. Ich spiele mit Tastatur. Ja, das ist auch Metas, denn. Zwei Wins habe ich dadurch geholt. Aus Tastatur. Oh Gott. Easy Snack. Welche Dinger sind's einfach? Wie kann ich denn gucken? Alter! Wie kann ich gucken? Wenn du die Augen aufmachst. Alter, diese scheiß Rollen. Nein, warte, nein! Du musst. Ach, Sven. Ja, ich war zu greedy. Ja, warten und jetzt. Immer wenn die durchlaufen an dir. Als war jetzt Laufsprit auf. Scheiß Maus-Tastatur, ey. Ja, daran lag's. Daran lag's, genau. Dass wir wieder einen Affe dich abfacken können? Ne. Wer ist jetzt mein Ziel? Wir werden es erfahren. Hallo Fight, hallo. Na, alles gut bei dir? Ach. Der Einzige, der aktuell Carry bei euch im Team. Ja. Oh. Jetzt kommt, weißt du, ausgerechnet jetzt, wo ein Logik-Spiel kommt, bist du nicht dabei. Ja, du sagst das mal aus einer Tastatur.
Ja, bei uns ist auch alles top. Ist, ja. Welche, ist übrigens auch die von dem Valorant-Turnier, die 45 Sekunden Verzögerung sind übrigens auch drin, nicht wundern. Aber bei uns ist eigentlich auch alles top. Ja, eigentlich schon, eigentlich schon. Du kennst, du guck, hast, du hast ja auch Videos auf, bei dir auf dem PC, ne? Sind es jetzt Aufnahmen oder sonst was? Videos halt, ne? Ich jetzt oder? Ja. 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 Warte, ich muss da witzig. Mein Player geht nicht mehr. Das fuckt mich. Wie, der Player geht nicht mehr? Ja, der Player geht nicht mehr. Das fuckt mich mega. Update oder? Ja, im Bus anscheinend. Geht nicht mehr. Komisch. Da sagt mir, Codec wird nicht mehr, geht halt nicht mehr. Okay, wo muss ich jetzt hinlaufen? Dahin, okay. Das zeigt mir halt, der Codec wird nicht unterstützt, also das Format. Ja. Und das ist MP4. Also ich kann nicht mehr, also ich kann nicht mehr unsere eigenen Videos an, quasi anschauen, wenn ich die, zum Beispiel, ich nehme jetzt auch nebenbei noch auf. Ja. Die Aufnahme kann ich nachher nicht im Player angucken. Also nicht im Player, aber Movavi geht noch. Movavi geht noch. Movavi ist das einzige, wo es noch geht. Hä, wie dumm ist das denn? Meine beiden Player gehen nicht mehr. Sowohl der alte Windows-Player und der neue. Die sagen beide unterstützen Codec nicht. Okay, und wenn du einen neuen Player holen würdest? Na, das ist aber auch doof, ne? Ja, klar, aber... Oder hast du schon Problembehandlung versucht? Ja, du, ich habe mir das schon im Internet alles angeguckt. Einmal deaktivieren, wieder aktivieren. Was quasi auch so wieder anschalten. Kennst du? Dann so ein Codec-Paket einmal runterladen, auch schon getan. Geht nicht. Keine Ahnung. Oh. Wie dumm ist das denn? Okay, wer wird. mein neuer Erzfan, wer wird's? Ich verstehe aber nicht, warum mein Controller nicht richtig läuft, ne? Mhm. Weil ich konnte wirklich nicht lenken. Macht also ich konnte nicht nach links oder rechts laufen. Ja, da geht doch nur geradeaus, das Ding. Ja, aber man muss dann ein bisschen hier wenden können und so. Ihr Wichser! Ey! Alter, ich mach hier schon den Holger. Holger war auch witzig. Nee, Holger musste das Spiel einmal allein spielen. Ich hab mich so schlapp gemacht. Der ohne Fremdeingriff. Der durfte. Ihr fallt ihr das mal runter. Ja. Mal Erik, wa? Das ist scheiße, sagst du. Oh Mann, ey. Fight, bist du doch da? Verdammt! Böse Taube! Ich helfe euch. Ich helfe euch. Ich helfe euch, Jungs. Mädels. Ja, ich krieg den nicht. Aua. Oh Mann, ey. Ich finde das ist einfach so unmoralisch, was ich hier mache, deswegen guckt er nicht mehr zu. Genau das glaube ich auch. So. Und das hinten ist jetzt das Endgame, pass auf. Verdammt. Oh komm, der hat es geschafft oder was? Ja. Ich jetzt witzig. Ja, also ich glaube, ich bin jetzt aber auch raus hier. Ja. Ich sehe mich hier gerade einfach nicht. Mit diesem Getümmel. Fight, wie fightest du jetzt die hier Call of Duty Cold War Beta? Verpisst euch! Ah ja. Genau so. Ich habe nur gelesen, dass es da auch schon wieder Cheater gab, also. Dass ich da auch. Da dachte ich mir so, da gab's schon willkommen bei COD. In der Beta gibt's schon Cheater, krass. Das ist Siggi. Alter! Ja, das Spiel, du, ich glaub, du hast verkackt. Ja, das Spiel ist auch einfach Dreck. Komm, was können wir machen? Wir packen einfach Scheißspiele rein. Wir brauchen Monate, um 4 Spiele zu machen. Und dann wird es auch einfach scheiße. Ja. Hauptsache, wir machen einfach ein paar Skins, um euch abzufangen. Wir wollen einfach euer Geld.
Das ist einfach EA hier. Ist Fall Guy schon gekauft worden oder was? Weil das ist quasi so eine Nintendo-Bewerbung. Hm, weiß ich nicht. Oh, hier, Fight fragt gerade was Wichtiges. Das ist nicht so. Wieso findest du das nicht wichtig? Achso. Hm. Nee, das sehe ich nicht so. Ich habe die Frage nämlich nicht gesehen. Ich habe nur gesehen, wie viel wieder da. Achso. Also, gegen wen spielen wir da, wenn Blockspiel gegen mich da ist? Die werden halt, also die haben ja schon ihre Spiele zumindest zu Ende gemacht. Ja. Deswegen kann man sie halt quasi so lassen, als wären sie weitergekommen. Also sie kommen halt weiter quasi, aber die Gegner, gegen die sie müssen, kriegen halt auch wieder ein 13-0. Also wenn zum Beispiel ihr gegen Blockspiel gegen müsste, theoretisch, was aber nicht der Fall sein wird, das kann ich auch schon sagen. No. Dann hättet ihr 13-0 gewonnen. Ah, okay. Okay, und also sollte Hangover verlieren, beziehungsweise nicht dominant gewinnen, wenn sie halt abrutschen quasi. Ja. Und das würde dann zum Beispiel heißen, ihr müsstet halt nochmal gegen Hangover. So okay. Sieht es halt danach aus. Gut zu wissen. Und dann würdet ihr euch den dritten Platz theoretisch teilen dann mit Blockspiel Gang, die nicht mehr da sind. Ah ja. Aber egal wie schlecht wir sind, wir haben Treppchen. Ja, dritter Platz müsst ihr euch vielleicht enteilen, aber. Treppchen. Obwohl, wenn sie weiterkommen, werden sie natürlich im Halbfinale. Und da, also. Naja, sie sind mehr im Halbfinale. Und ich sag nix. Ich mach mir nachher drüber lustig, wenn es eintreffen sollte. Oh Mann, ey. Also theoretisch könnt ihr auch nur Vierter werden, sagen wir es mal so, obwohl die nicht da sind. LOL. Theoretisch. Krass. Oh Mann. Wenn Hangover nämlich verlieren sollte, wäre Blockspiel Gang Zweiter. Was dann heißen würde, sie würden ins Halbfinale kommen. Und Halbfinale würde ja heißen, wenn ihr im Viertelfinale rausfliegen würdet, zum Beispiel gegen Hangover. Wo es eigentlich so dann daraus sieht, dass ihr gegen die als nächstes müsst. Ja. Also nochmal. Dann wäre es theoretisch so, dass Blockspiel Gang weitergekommen wäre. Alter. In der Theorie, weißt du? Ja. Nur in so der. Alter, ich hasse diese scheiß Dinger! Das sind Liebespären, Sven. Magst du keine Liebespären? Also, da bin ich ja noch nicht mehr! Achso. Ich höre den Controller um dich. Erster ist drin, Leute! Lass ein Like da! Easy Snack. Ich bin jetzt erst bei den Liebesperlen angekommen. Und runtergefallen. Ja, aber da ist nicht so schlimm. Das ist ja nur easy. Sven ist raus. Hör auf mich festzuhalten! Ah, das haben wir der Running Gag. Sven schafft sie in die zweite Runde. Oh Mann, ey. Ja, so Sherpen, so Weird, Fight, sorry. Ich kenne halt einen, der halt wird auch so beschrieben, aber da wird dann Weird ausgesprochen. Das ist halt für mich schwierig. Aber aktuell Topscorer und Kill-Serie bis auf den 10. Platz. Also der 10. beste Killmeister aktuell. Von der Kultur her. Ne? Ja, nach dir ist es voll. du dominierst alles, ja? Ja! Nach der 50 Kills in der ersten Runde. Holy shit. Bam, also. Das muss auch nochmal Ausrufezeichen Season Set oder so machen, was jetzt gerade, oder Tabelle, ich weiß jetzt gerade nicht, was das ist. Oh scheiße, nicht das Spiel, scheiße, ey. also wenn du eine ähnliche Quote weiterführst wie vorher, dann sollte Easy Snack sein. Ah, ich bin so stolz auf ihn. Auf mein Fighty. Das ist das. Ja, mach! Tu es! Oh, Scheiße! Und Call of Duty, ja. Ah, ja, du schön blaue Scheiße, du! Ich spielen kann. Hey. Wow! Hey. Aber Mirko meinte halt irgendwie, wenn man ein Spiel spielt, dann geht es halt gechillt. Apropos gechillt! Hey. Du hast es! Du hast es verloren! Verloren, ja. Nennen wir es verloren. Danke! Meins! Nimm das Ei! Voll 50. Ja. Das ist halt immer der Grund, warum man hier rausfliegt, weil man eine gelbe Ei hat. Wo ist denn das Scheißding? Ja, da! Yeah. Jetzt nimm mit! Du Hurenoger!
Jetzt nimm mit den Larry. Okay, nicht, mein Blau, mein Geld. Oh, du hast halt geschossen. Du hast einen Freistoß gemacht. Baby-Freistoß, ja? Bitte dich. Jannik! Aber das ist ja doch kein Baby. Du bist ein Baby. Los, Team Gabe. Nein. Kommt schon. Jetzt. Das Spiel ist so scheiße. Ihr habt nur ein Ei im Nest. Ihr habt nur ein Ei. Ja, ist GG. Warte, ich gucke. Ich gucke dir mal raus hier. Waren das? Ne, das war Tabelle. Okay. Sorry. Ich glaube, du willst auch nicht gewinnen. Das ist GG. Ich bin Game Team. Das ist Dreck und das ist scheiße. Das ist einfach RIP. Ah. Aber da ist unter Spieler Stats bist du auf jeden Fall zweimal aufgeführt. Also. Ich auch? Nein. Oh. Ich habe kurz drüber nachgedacht, einfach die meisten Devs in der Quote rauch reinzupacken. Aber ich dachte, das wäre ein bisschen fies. Ich werde. Nee. Nee. Egal wie, Hauptsache ich glänze. Habe ich aber echt die meisten Devs? Ja, ich meine so die kein Kill Dev Quote. Oha. Ja, ich habe einen Kill gemacht. Ich habe sogar eine Runde geholt. Ja, also. Du hast schon mal einen Kill gemacht. Ja, ist gut, dass ich rausgeflogen bin. Aber gut, ne? Inki hat auch schon fast mal einen Kill gemacht. Ja, aber ich habe auch eine Runde geholt, also. Ja, es war eine Runde von 500. Ja, aber ich habe gewonnen. Ja. Schneid dir lieber erstmal eine Scheibe hier vom Fighter. Ja, werde ich auch, werde ich auch. Der muss Feind muss nämlich weiter carry, ne? Du musst mir da nochmal sagen, wie die Tastatursteuerung geht. WASD, Leertaste, linke Mausklick links, Mausklick rechts. Was ist Hechten, was ist Greifen dann? Das siehst du ja. Ja. Rechtsklick hechten, och. Linksklick greifen. Okay. Och. Krieg schon hin, krieg hin. Ich hab's ja auch gerade gesagt, wie es geht. Ja, 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 aber trotzdem. Das ist der damit habe ich die Wins geholt, Sven. Das ist die Meter. Sagt er. Weil du bist auch mit Maus und Tastatur geboren. Was hat mein Controller denn? Was ist los mit dir? Warum vibrierst du? Jannik! Jannik! Scheiße! Ich fang auch jetzt an, ne? Dann Alter, was haben wir Controller denn für Komplexe? Oh, Checkpoint 1, jawohl! Ja, moin! Ich will das alles. Oh komm, Sven, ich muss lautes Bobby. Ah! Du bist richtig im Aufnahmemodus. Ich krass. Alter! Der hat mich jetzt noch geworfen! Easy Snack! Oh. Nein! Ja gut, KD Kills sind aber trotzdem wichtig, ne? Easy Snack drin. Wenn dein Team dich nicht hier beschützt, dann kannst du ja nichts dafür, ne? Das, dementsprechend soll das ja nicht auch noch bestraft werden. Ja Mann! Ja Mann! Also Sven ist dafür, dass er bestraft wird. Was? Nein! Oh, der Pinke tut mir leid. LOL! Der Cheat! Ich meine, er schafft's nicht mehr, aber top, der Cheat. No. Na, ich weiß aber nicht, was der Controller für Komplexe hat. Zu null verliert man auch ja nicht. Nee, ne? Nee. Sven carries einfach durch, ne? Im zweiten Fall. Dann strengt sie sich eine Runde lang an und danach denkt sie sich, okay, nicht so nur verloren, ich gehe jetzt vapieren. Ja, so sieht's aus. Ja, Sven! Alles besser. Hau rein! Nö! Nö, 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 nö,
Aber finde ich auch krass, also bei Valorant, also bei den Teams, die so mitmachen, einige haben auch das Spiel seit dem letzten Turnier nicht mehr angefasst. Also nicht jeder, der jetzt im Turnier mit dabei ist, der ist ein aktiver Spieler. Mein Ei! Oh, schreit hier die Scheiße, sagt euch. Hä? Nicht bei mir! Sven, ich hab wieder Eierstreit, du machst das schon. Meins! Das Spiel ist einfach kacke! Oh ja. Nein! Böse Taube, Kuru! Ich hol gleich hier Insektenspray. Hä? So ein Trickster! Shit me in the pants, ey! Hört auf, mich zu behindern! Seid ihr schon besonders genug? Oh, der Dribble für so ein Ronaldo, ey! Moment mal, was ist Beleidigung? Oh! Fertig? Sven? Ja? Sven! Ja, hält mich fest, der Sack! Ich hab Trixie! Sven, nein! Sven darf sich halt noch nicht vorher Mühe geben. Macht Hangover ja genauso. Hangover hat ja auch ihren krassesten Spieler halt noch nicht eingesetzt. Tatsächlich. Ah, okay. Deswegen. Ja, wenn Sven sich dann, wenn ihr gegen Hangover kommen müsst, Sven ist eure Geheimwaffe gegen deren Geheimwaffe. So taktisch, technisch. Komm her, du Hurensonne, keiner liebt dich! Alter, Blaus und Wichser! Sven, wir kommen, aktuell kommen wir eh weiter, perfekt mit Blau. Verpiss dich, Sonic! Deine Mutter hat dich nie gewollt. Aua! Ja, hoffentlich tat er dem Aua. Scheiß Wichser. Nehmen wir das hier, ist mir egal. Weiter, weiter. Wir boom, weiter. Man kann mal raus, aber scheißegal. Hm. Ja, das kann halt gut sein. Die meisten hatten halt so weniger Interesse, sag ich mal, so durchgehend Valorant zu spielen. Also ich glaube, da bist du sogar einer von denen, die am aktivsten gespielt haben. Aber der da, wo am wenigsten bei rumgekommen ist. Ja, mal so im Vergleich ist das ja so. Ja. Die meisten spielen, so die aus den anderen Teams haben bisher mehr... Janik, wir sind am Arsch. Sven, wir sehen uns auf der anderen Seite der Mauer. Nicht jeder Mexikaner schafft's über die Grenze, ja? Oh, der war mies. Aber weil er so, weil er wahr ist. Sven! Hey! Ihr Doofies! Ich nehme euch reise jeden Scheiß, Mega. Ja, nee, komm, das Ding zu verschieben. Nein! Schieb's nach vorne! Los! Rotada! Ja, nee! Rotada! Ja, ich bin vorne! Sven! Na, nee! Oh Sven, du hast den Sprung nicht geschafft, dann tut mir... Ah! Ja, du Wichser! Geh geht's, Sven. Ja, weiter, 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 noch ein Schritt, noch... Nein! Easy Snack! Hey. Alter! Schwänze! Easy Dritter! Mmh, hau rein, Sven! Oh mein Gott, ich schwitze. Aber wäre auf jeden Fall. Also, ich glaube, das Turnier wäre auch ein bisschen anders verlaufen, wenn jeder quasi ein aktiver Valorant-Spieler wäre. Also, kann man ja auch aus eurem Team quasi. Also, aus deinem Team ja auch zum Beispiel aussagen, Sven. Ja. Wenn ich weiß halt nicht. Mindestens zwei von euch haben ja überhaupt keine Spiele gemacht seit dem Turnier. Nee, also. Ja. Ich weiß ja nicht, wie es zum Beispiel bei Davids Anteil ist oder bei Fight zum Beispiel.
Also Veit spielt, glaube ich, auch erst seit dem Turnier. Mhm. Soweit ich weiß. Und David meinte, er spielt, glaube ich, jeden Tag 3 Runden oder irgendwie so. Und trotzdem ist er immer gleich auf mit dir. Es merkt er. Also das heißt, ich bin eigentlich gut, wenn man es so sieht, ne? Das heißt, du bist eigentlich so Messi und David ist der Ronaldo. Damit die gleiche Leistung ungefähr zeigt, gibt David sich den Arsch auf und du. Ich bin raus. Und du bist einfach Naturtalent auf dem Niveau. Ja. Ich meine, wir reden von sehr weit unten dem Niveau, aber. Ist immer gut. Also ich muss weniger machen, um diese Leistung zu erreichen. Und jetzt hast du ja noch so viel Gameplay gesehen mit. Mit Jet zum Beispiel, ne? Also schon krass. Pure Sonic. Sonic ist einfach so unnötig und kackt. Kein Wunder, dass Sega den abgeschafft hat. Ich hasse mein Leben so sehr. Oder? Nein, du Wichser! Sven, wir kommen im Finale, sehe ich dich. Ich schaff's nicht. Nein, du Wichser! Jetzt bin raus, ey. Sag's doch jetzt schon. Nein! Doch bin ich! Nein! Ach, das ist einfach so alles Kacke hier. Nein, ich war auch unten im Ring. Das Spiel ist einfach so Dreck. Komm, gesetzt. Alter, Janik, ich sterbe hier. Ja, du schaffst nicht mal ein einziges Ding. Ich will raus. Ich kann Alter, ich bin gegen den Ring gesprungen! Gegen den Ring! Hm. Hör auf! Aber immerhin mit der Leistung 10. Nein! Ja, du, ich wollte nichts machen, ich bin raus. Ich hab erst 2 fucking Ringe. Ich brauche noch einen? Was kacke jetzt? Nein! Okay, warum bin ich so dumm? Weiß ich nicht, Sven. Weiß das nicht. Nee! War 2 Sekunden entfernt vom Finale. Oh Mann, die neuen Spiele sind alle so scheiße. Oh ja. Oh. Erstmal Knoppers. Erstmal abkotzen. Ah. Aber Janik, wir sind wenigstens als Team rausgefallen. Ja. Ja, aber ey, mit Tappen auf der Tastatur ist auch einfach geiler. Aber schwieriger. Nee. Also wenn du wirklich nur weil du kein Baby-Auto-Aim hast. Genau. Also wenn du genau. Nur... Lass mich doch mal eben reden. Ja. Also wenn du nur die Zielhilfe gewohnt bist, mit Controller, ne? Dann fällt dir das mit Maus und Tastatur richtig schwer. Weil du selber was machen musst, das verstehe ich natürlich. Aber? Du bist so ein Arsch, ne? Ja, was denn? Das heißt ja immer so schön, die Chefmobben ist die schönste Befriedigung, wer da was sagt. Ah, ja. Alter, der 16 bist du. Sicherlich. Ich sag ja, hab ja mit David gezockt, mit Holger und mit dir. Weißt du, du warst, du ja nicht. Oh denkst, Mann, ey. Du bist ja noch weniger aktiv als ich. Und ich opfere extra schon, um das bisschen auszugleichen, alles in Crusader Kings. Nur deswegen. Ah ja. Nur deswegen. Svenny! Nicht die Wippen! Nicht die Wippen! Man kann eigentlich Wetten abschließen. Alter. Oh, Verspannung am Rücken. Oh ja, ich auch. Hoffentlich nehmen wir die Turnier, ey. Ich habe aber auch mega Rückenschmerzen. Auf der rechten Seite, Sven? Nee, überall. Achso. Also mein Rücken ist komplett tot. Achso. Dann mach ich ja nichts. Aber das ist ja auch in der Arbeit, oder nicht? Arbeit, mein Bett ist scheiße, einfach alles.
Du musst ja dann ein Wasserbett holen. Ja, aber ein Wasserbett kann, darf ich angeblich nicht mein Zimmer hinstellen. Ach du Scheiße, ihr habt Kacke gebaut! Ihr habt richtig Kacke gebaut hier! Na, ich warte mal, bis sie durch sind. Ja! Checkpoint! Ihr Affen! Sven, nehme ich mit! In den Tod? Nee, weg, weg davon! So, wo bist du? Ach, genau hinter mir. Janik! Ja, wo bist du? Na. Wie kommen wir aus dem Kampf raus? Das habe ich noch nicht so ganz verstanden, tatsächlich. Ob er davon wegdrücken muss und wieso? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Svenny! Panik! So. Ja, aber einmal Knochenbrecher, das ist die Verspannung auch weg, oder nicht? Einmal komplett auseinandernehmen lassen. Okay, jetzt kommt, jetzt ist halt schon wieder die. Gleich haben wir gerutscht. Oh, oh, und schnell durch. Und schnell durch. Alter, warum bist du so weit vorne? Weil ich krasse Tricks. Bin raus. Bin nun. Lutscher. Warte, bis dein Pfeil runtergeht. Dann reden wir weiter. Nein! Lutscher! Nein! Ich bin raus. Ja. Ich bin so raus, Junge. Das ist einfach traurig, wie raus ich hier bin. Halt da raus, du dummste Springen, Mann! Alter! Alter, das Spiel ist scheiße. Diese scheiß Mütten, ne? 30! Hurenwolf! Oh! Hau rein, Sven, war schön! Ich hab's geschafft! Geschafft! Was hat geschafft? Quasi letzter, weil deine Wolf ja noch nur gewartet hat. Alter, ich hab's geschafft! Aber wir haben den 10er Sonic in der Runde, das heißt, es wird schon nichts sein. Alter, ey, oh. So, jetzt kommt der witzige Rennspiel wieder hier mit der Wand. Alter, erstmal einfach pieren, ey. Svenny! Och, nee, das hab ich bis jetzt noch nie gewonnen. Jetzt zeig ich dir, wie Holger das gemacht hat. Der stellvertretende Chef. Mann. Aber, nein, ich habe gesehen, Akadari kocht, hattest du noch nicht angenommen die vorher. Doch. Nee, du warst eingeladen und dann musste ich dir nochmal eine schicken und dann hast du das angenommen. Ich habe das direkt angenommen. Nee, beim zweiten Mal hast du das direkt angenommen. Direkt, wo ich das bekommen habe. Beim zweiten Mal, ja. Ja! So schnell war ich noch nie hier unten. So toll hat er bei mir gemacht, hab ich doch gesagt, zeig dir das. Ja, moin. Oh Mann. Und du warst der erste, bei dem ich das erfolgreich machen konnte. Ja. Nächste Runde, wa? Bereit. Belastend. Ja, sofort. Wenn man vor allem so lachen muss, dass man sich gar nicht mehr konzentrieren kann und auch rausfliegt. Puh. So. Na komm, Sven. Ich fuck dich jetzt ab.
Jetzt kommt dein wahrer Albtraum, Junge. Meinst du das? Ja. Jetzt kommt dein Andy. Hey, wieder gleiche Gedanken und ein anderer Vogel. Oh Mann, ich bin auch im Gucken wie mein Gesicht. Bist du aber der nicht im Hast du den gerade gekauft oder? Ich hab den gekauft. Gerade? Ja. Okay, ich hab meinen auch gerade gekauft. Komplett gleicher Gedanke, nur ein anderer Vogel. Oh Mann, Alter, doof. Ewig für 4.500 oder so. Haha, 3.500. Jesus, ne. Oh Mann. Dafür bin ich ein Herzchen Schnabel. Oh. Oh Mann, ey. Er singt wieder für Seder-Niveau. Aber, ne? Vielleicht ist er dann das letzte Wochenende mit dem mit Valorant. Das traue ich rum. Meinst du das? Ja. Doch schon. Morgen, morgen erstmal das letzte Gruppenspiel und dann sind noch 3 Spiele oder so. Oh. Das geht aber dann echt schnell zu Ende, wenn ein Team jetzt nochmal fehlt. Ja, also 2 oder 3 Spiele, je nachdem. Krass. Wenn Hangover Zweiter bleibt, dann sind es noch 3 Spiele. Wenn Hangover Dritter wird, dann sind es noch 3 Spiele. Oh. Moment, andersrum. Wenn Hangover Dritter wird, dann sind es noch 2. Alter! Und wenn sie Zweiter bleiben, dann sind es noch 3 Spiele. Okay. LOL! Ich wurde von Axt auf die andere Strecke gehauen. Krasser Skiller. Hättest du es ins Ziel gestartet, wärst du auf jeden Fall im Volleis. Volleis. Vollgeist Best of. Oh. Ey, da packst sogar Cheater rein, ja? Dann hättest du es auch geschafft. Okay. Ich sagte, der Gaula Tukan, der ist es. Schon gewonnen, oder war? Ich bin schon. Also, ich hab alles. Ich bin jetzt bei den Brücken. Okay, ich bin auch bei den Stacheln. 6. Jung. Nein! Stachel! Nicht einfach durchlaufen, auf Anwarten, Junge. Wolf oder Papagei? Wer ist es? Okay. Papagei! Los, Thiago. Los! Nein! Jetzt! Oh. Als ob! Als ob! Sven macht den Sven. Schiebung. Alles gut, ich gehe jetzt eh freiwillig raus, pass auf. Das zweite Spiel war bisher immer doof. Immer. Oh Mann, ey. Immer, Sven. Immer, sagt er. Aber bisher habe ich eine 100% Quote mit dem Gaukler-Tukan, ja? Ja, hat halt auch den Hype verloren. Ja. Deswegen. Weil selbst der Titelverteidiger hatte sogar Probleme, 5 Typis immer zu haben. Ich bin raus. Okay. Aber. Deswegen, also, man. Selbst wenn wir jetzt sagen, von uns aus zum Beispiel sagen würden, wir machen nochmal irgendwann ein drittes Turnier oder so. Das ist. Allein wegen dem sinkenden Interesse an dem Game, wäre das halt dann noch schwieriger. Also, auf jeden Fall. Wenn Niki halt schon Pläne gemacht hat, was man halt noch einbauen könnte fürs nächste Turnier. Ne, also ist halt schwierig. Also, andere Spiele vielleicht, also noch, wenn wir ein Turnier machen, wird es vermutlich nicht Valorant sein. Deswegen, also, ich find's halt geil, so dieses, so, ich meine, es haben ja eigentlich alle Spaß, bis auf Mirko und David, wenn sie Cheater-Verdacht haben, aber sonst ist cool. Ich find's spaßig sonst. Genau. Aber du hast es nicht aufgenommen aus deiner Sicht, ne? Hab ich richtig? Nee. Ja. Aktuell nicht, nee. Ich hätte es nämlich gerne fürs Best of gehabt. Einfach so
Dann hätte ich nämlich die Diskussion einfach eingebunden, weißt du? Wie du dann einfach den Headset einfach bald mitten in der Diskussion abnimmst und dann einfach gehst. Ja. Ja, das ist ein Vorteil, den ich nicht hab, Sven. Das stimmt, das stimmt. Ich kann einfach gehen und warten, bis es endlich leiser ist. Ja, das stimmt. Siehst du ja an den Dezibels. Genau. Wenn es so krass wird, dann gehe ich einfach. Die Eierköpfe sind doch wirklich Eierköpfe, ey. Oh ja. Da haben wir, was weiß ich, für sowas wie ein Vollgeist-Turnier oder sowas. So was irgendwie. Da braucht man nur weniger Mann, weißt du? Hm. Da kann man halt easy was starten, sag ich mal. Da war dumm. Ja. Apropos. Schieb mich, Dino! Los! Schmenny! Alter, Janik! Jo, für so krasse Tricks! So krasse Tricks! Aua. Komm, jetzt darfst du nicht wieder sterben. Ich bin ja auch schon hier und da hier ein paar Mal gestorben. So ist das nicht. Allein bei den Händen. Janik! Oh, Janik! Janik! Wie? Die sind scheiße, die Hämmer! Da musst du durchhechten! Ich bin gehechtet! Ja, aber so richtig hechten! Ich hab nicht nur so. Wie kann man kann die falsch hechten? Ah. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann! Ne, ist sicher auch so. Mit mehr Leuten und so, dann wäre es halt natürlich spannender. Es waren ja irgendwie bis zu 7 oder so, ne? Also zum Beispiel, ihr habt euch ja noch zusammengetan, weil dafür ja wenig Leute hatte. Im Endeffekt gab es ja auch hier und da mal eine Diskussion, ein eigenes Team dann aufzustellen. Und euer Team hatte sich dann auch nochmal gesplittet, so. Also ein bisschen komisch, ne? Aber. Was machst du jetzt eigentlich noch? Ich kam nicht raus. Ich meine, ist natürlich klar, so mit mehr Leuten wäre es noch witziger und du könntest das über so ein ganz. Wir haben auch gedacht, du ziehst das über den ganzen Oktober oder so, ne? Im Endeffekt sind es jetzt vielleicht 2 Wochen, je nachdem, wie es zeitlich passt, und das aber nur deswegen. Mhm. Weil Tim Hangover würde gerne nochmal mit Comanche spielen, mit dem besten Spieler von denen. Verstehe ich. Wir versuchen den natürlich auch so einen neuen und da einen Termin in der Woche zu kriegen. Aber sonst, was wir es halt machen. Ein Spiel, wo zu wenig Interesse ist. Ich meine, wenn man jetzt so ein YouTuber-Turnier macht, dann liegt es natürlich dann auch in der Reichweite. Aber im Forum oder so haben es ja auch irgendwie so, ich glaube in der Zeit so über 1000 Leute so mal angeschaut. Weiß halt nicht, wie die Aufrufe da gerechnet werden. Aber. Ist halt absolut schwierig. Oh. Ja, genau so denke ich halt auch. Aber es stimmt ja so, also so ein Liga-System fand ich halt cooler, weil man dann mehrere Spiele so quasi so machen könnte, so in der Theorie, aber alles nicht so einfach. Zum Beispiel, in der letzten Season wurde sich auch Best of Three gewünscht. Best of Three finde ich zum Beispiel auch nicht so leicht. Nee. Aus der Sicht eines Fun-Turniers ist ein Best of Three auch schwierig, deswegen habe ich lieber so ein Playoff-System auch stattdessen eingebunden, sagen wir es mal so. So, ein bisschen konzentrieren. Hör raus. Konzentrieren? Nein! Oh, ja. Nein, sage ich. Nein! Also, und durch da. Das war, du machst das. Nein! Doch! Ist dir doch gefallen. Ja, aber du bist ja wenig bei dem Party-Hütchen vorbei. Ja, scheiß weh. Nee, da. Ja, doch, bist du wohl! Nein! Kurz doch. Am. Alter!
Hi, ich bin hinter dir. Na, Brudi? First try, pass auf. First try? Das Ding ist aber einfach easy snacks, man. So. Du kannst den einen durchschauen. Ja. Deswegen vielleicht Finale, du solltest dann im Finale einfach vielleicht Best of Three machen. Weil Best of Three ist halt einfach so ein ganzer Nachmittag im Zweifelsfall, ne? Weil du kannst, das ist halt auch schwierig. Deswegen. Vielleicht machen wir es einfach mit dem Finale, dass wir an einem Tag sagen, wir machen jetzt auch einen Tag für die Playoffs und dann noch einen Tag für das Finale oder so. Dann machen wir Best of Three. Können wir nochmal abstimmen, ja, oder so, abstimmen lassen. Wie sich die Leute das wünschen. Vielleicht, aber. Viel mehr wird halt nicht drin sein, ne? Das stimmt. Das bin natürlich auch so stolz, dass wir fast 1000 Abos haben, aber 1000 sind auch nicht viel. Sonst, wenn man das so unter sich betrachtet. Ja, 1000 ist doch echt wenig eigentlich. Und ich spreche gerade für meinen Arbeitgeber, der hier im Ohr aufzuhören ist. Ich meine nicht den Hamster, der ist nur stellvertretend. Oh Mann. Ist das so? Ich habe Angst vor dem nächsten Spiel. Nein. Bist du noch drin? Ja. Ach so, krass. Lol. Svenny! Nee. Return of the Sven! Sven the Second, ja. Easy. Ah ne, dritter Versuch ist das ja schon. Dritter Versuch. Nicht schlecht. Dritter Versuch schon, Sven. Ja, das ist mein dritter Versuch, also. Das dritte Mal, dass ich hier kraxeln darf. Da bist du. Ja. Also wenn du es über die Hälfte schaffst, hast du deinen Rekord gebrochen. Ich war schon mal ganz weit oben. Ja, ich sage über die Hälfte. Hör! Alter, du bist ein... Alter. Sven, hinter dir schleift. Svenny! Was geschafft! Was geschafft! Ich kann gar keine Kommentare lesen, wo spielen und lachen. Ich glaube, die Unterhosenmafia ist zu dominant für Best of 3. Ja, das kann natürlich auch sein, ja. Also deswegen hätte ich das auch an den Teams dann abstimmen lassen. Weil, das, ja. Ist halt so. Ah, bist runtergefallen. Oh. Aber ich bin noch zu reden, wenigstens. Weil ich Cross Tour kann und Gobbler Trickser bin. Der Pirat, der Ritter ist schon wieder so krass unterwegs. Hab genau gesehen, was er vorhat. Ja. Er ist bei den Hämmern vorbei. Er hat es geschafft an den Hämmern. Ich traue dem Sonic nicht mehr. Sonic go, go, Power, Yannick. Oh, hat er wieder getrickst hier. Hat er wieder getrickst. Noch ein Taunt hinterher, Junge. Du kriegst übrigens auch ein Achievement, wenn du hier als erster durch bist, vor dem Ziel noch ein Taunt machst und dann ins Ziel als erster gehst. Dann kriegst du auch noch ein Achievement. Alles klar. Natürlich nie geschafft. Picky! Oh, oh, oh. Picky ist rausgeflogen, du Festhalter! Picky! Mama! Ja, Nick, was machst du für Sachen? Ich kann da noch nichts für. Ich werde ja nicht ohne dich spielen. Yay, ich habe eine Krone bekommen. Ja, wo ist Sven? Mir fehlt noch eine. Ich habe eine. Ja, nice. Tun wir uns zusammen und du kaufst mir einen Skin. Ja, gerne. Ja, nice. Oh, ich würde gerne diesen Kapuzenpullover haben. Kapuzenwurm? Kapuzenpullover. Ist ein Skin. Episch. Und dann? Wo ist denn der? Bei mir im Shop. Oben oder unten? Unten. Ja, okay. Das sieht eigentlich ganz cool aus. Weiß ich nicht. Kostet der aber zu viel, oder? Der kostet 3 Kronen. Ah, nice.
Nee. Sag. Nein. Aber man wird sehen. Also jetzt noch 3 Spiele circa. Also das meine Schätzung ist halt 3 Spiele jetzt insgesamt. Und okay. Ja, dann ist halt zu Ende. Dann ist vorbei. Ja. Aber solange bis dahin alle Spaß hatten, hat sich dann wieder mein Go, ne? Der macht ja nicht ein Call of Duty Turnier. Kannst du dann organisieren? Oh Mann. Ich mach das. Fight, wenn du noch dabei bist, ne? Hast du Among Us? Hast du es jetzt gekauft? Fliehen, was ist richtig? Fliehen. Nein, nicht fliehen. Kaufen. Sven will nur Schnitzel. Schlimmer Junge. Ich sehe jetzt da richtig geil jetzt hier Imposter. So richtig geil sehe ich uns da beiden. Welche beiden? Ja, uns beiden. Mich? Dich und mich, ja. Achso. Dann raus. Ah ja. Ja, ich habe mir schon direkt wie unsere erste Runde ablaufen würde, hatte ich direkt schon vor Augen. Okay. Aber ich will ja nicht alle Informationen direkt verraten, falls Feind mitspielen sollte. Das hätte ich natürlich jetzt erzählt. Was so meine Vision ist, wie die erste Runde läuft und am Ende auch noch erfolgreich ist. Nein! Heimlich die Farbe geändert? Ja, ja, hab ich genau gesehen. Wer hat die Farbe geändert? Ja, hier Fight. Ah. Er hat keine Among Us. Tja, Sven. In dein Gesicht. Fight, dann kauf dir das. Kauf dir das. In dein Gesicht, Sven. Bin raus. Kauf dir das für 4 Euro. Plus DLC. DLCs kosten auch nochmal 3 Euro. Außer du kaufst alle, dann bist du bei 15 Euro noch was. Die DLCs sind aber auch nur skin-mäßig. Also. Genau. Leute, aber sind die Wippen andersrum? Ja, das ist ein liebender Spiel, das stimmt. Das ist eine andere Variante, deswegen willst du ja auch das spielen, weil der kann halt nichts anderes. Sven ist halt ein geborener Lügner, ne? Nein! Ja doch? Wieso bin ich... Fight, ich bin doch kein geborener Lügner. Du bist ein doofer Junge. Oh, ihr Dumpf! Ich hab Wörter, die ich nicht mehr benutze dafür. Schwänze! Und die Wippen sind einfach kacke! Hau rein, Sven. Ich hab's geschafft! Ich hab's geschafft! Ja! Ich bin drin. Ha! Das ist ankündigen muss. Oh, Yannick hat's auch geschafft. Ja. Aber ich hätte uns auf jeden Fall so gesehen, weißt du, du machst einen Kill, wirst dann in Love dabei. Wie du wenn springen möchtest oder was auch immer. Ne, und ich schmeiß dich dann auch runter. Weißt du, ja, Sven, ich hab Sven gesehen, eindeutig. Ich glaube, das würdest du sogar machen, wenn ich nicht hier gesehen worden wäre. Du würdest, glaube ich, trotzdem gegen mich schießen. Nee, ich muss halt ja mal, weißt du, ich würd mit dem Strom schwimmen. Und ich einfach dich für das höhere Wohl opfern. Weil ich genau weiß, du würdest dasselbe tun. Ah ja. Ja, wenn wir da. Nee. Aber ganz ehrlich, ich glaube, wenn zum Beispiel Inki oder David mitspielen würde, ich würde mal einen von beiden immer versuchen, als erstes wegzumachen, glaube ich. Ich glaube, wir geben einem Meister einen auf den Sack. Also David auf jeden Fall vom. Also Inki vom Niveau her und David allgemein. Ja. Weißt du? Ich glaube, wir würden eine richtig krasse Teamarbeit machen. Meinst du? Ich glaube nicht. Doch. Ich glaube echt nicht. Ich glaube, ich würde mich ärgern, glaube ich. Ich glaube, wir kriegen das richtig geil hin. Ich glaube nicht. Ich spiele jetzt für Gelb, ist mir egal. Ich bin gerade bei Blau beschäftigt. Ja, du, ich auch. Aber wenn Blau raus ist, dann haben wir auch gewonnen. Das ist das höhere Ziel jetzt. Oder? Wir helfen Blau jetzt, die zu behalten, Sven. Dadurch gewinnen wir. Ja. Nicht zu Geld, nein. Das ist das andere Metaspiel.
Wenn man weiß, man kann nicht Erster werden, dann wird man einfach Zweiter. So sieht's aus. Lass dich so rennen, Sven. Du musst dafür sorgen, dass Blaue die vier Bälle behält. So einfach ist das. Nice, Sven. Easy. Easy game. Okay. Okay, jetzt müssen wir. Wir brauchen einen Ball oder Gelb braucht einen Ball weniger. Ja, kein Problem, alles gut. So weiter. Ja, nice. Easy Snack. Würde ich jetzt nicht sagen, weiß aber nicht, was Piccolo dazu sagen würde. Mir konnte das Spiel auch, also. Oder wozu? Ich glaube aktuell wenn wir so 5, so 6 so umdrehen. Ja. Und mir können aber auch noch ein paar Leute, die das Spiel spielen und mitspielen würden. Ja, ich merke das schon, du hast auch gedacht, Fein spielt mit, aber der hat auch gesagt, ne, mit Sven nicht. Aber ich hab ihn so lieb. Das, wenn du von oben nach unten liest, steht das, Sven ist mir zu doof in der Among Us. Ah ja. Ich bin genau in der Kackseite, weißt du? Lol. Nein, ich bin runtergefallen. Sven ist raus. Okay, dritte Ebene erreicht. Hä? Ja, wirklich. Ich bin zu dumm, um zu springen. Rat mal, wer gerade erste ist. Gerade sie ist Snack. Aber das reicht nicht. Schade. Nein, ich bin so dumm. Ja, sicher auch so. Aber ich bin dumm. Alter! Diese scheiß Mitspieler! Hey! Piss dich! Oh, come on! Nö. Ist mir jetzt so doof. Ja, dann darauf. Und rüber. Andere Seite der Mauer erreicht. Natürlich ist er ein geborener Lügner. Der macht nichts anderes den ganzen Tag. Ich bin krank. Ich habe mir was gebrochen. Ich habe eine Oma verführt. Was hab ich das denn gesagt? Ah ja. All solche Sachen. Ich habe die Aufnahme gelöscht. Ich hab euch ja vergessen, dass wir aufnehmen wollen. Ich hab geschlafen. Ich bin noch am Essen. Hm? Apropos Essen, mache ich gleich wieder. Eines Tages läufst du rückwärts, wenn du nicht kein Piep sagst. Der Tag wird kommen. Bist weiter? Ja. Ja? Ich will weiter, ja. Nice. Dann jetzt noch ein Team. Ich da rausfall. Bin raus, Sven, ne? Ja. Ja, Sven, du hast doch gesagt, wir beide kommen ins Finale. Wo ist denn der Motivationsgeist jetzt? Ja. Ja. Ich geh einfach in die Mitte, ist mir alles so doof hier. Noch so. Ich hab einen! Das ist schon einer mehr als gerade eben. Ich hab zwei! Sven cheated! So, und jetzt muss in der Mitte noch ein Goldener kommen. Einfach ja, drei! Drei, 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 drei! Ich hasse mein absolutes Leben. Ich bin so ein Kackgame. Ich bin Kackgames. Oh Mann. Ist also ein Kackgame.
Oh, ich finde es einfach scheiße, dass wenn sich Entwickler denken, komm, wir programmieren mal ein schlechtes Spiel. Das ist immer traurig. Oh, come on, wieso kann man da sich da nicht festhalten? So unlogische Scheiße hier. Alter, warum kommen hier keine Ringe? Wie viel hast du? 3. 2. Die ganze Zeit, ne? Spawn bei mir keine Ringe, dann bin ich einmal kurz weg. Und dann kommen da die ganze Zeit Ringe hin. Ach du, ich bin auf jeden Fall raus. Das kann ich jetzt schon setzen. Okay, ich hab 4. Fünf? Was für ein machst du? Letzte Schnelle. Ich bin raus. Okay, ich bin auch raus. Das Spiel ist scheiße. Ja. Das Hauptmenü ist aber auch schön. Oh, ich bin der Tagesmuster ist einfach Rotze. Ist so. Keiner mag Reifen. Nee, Reifen ist doch Schmutz, ey. Ach, jetzt selber weggekommen. Ja, das wäre immerhin okay. Weißt du, die Finalspiele, bis auf Bergspitze und dieses Einzelabschweifen, sind die anderen sind alle okay. Mit Sprungklub, weggehext, alles okay. Das ist einfach 50-50, ob das scheiß Dreck ist. Aber weißt du, aber so bis dahin kommst, können so viele Scheißspiele kommen. Ja. Einfach, nee. Wo ist 5 Zuschauer? Ehre. Obwohl sie kein Turnier machen. Viel gut. So. So. Hier, ich gehe im Essen, ne? Okay. Dann mache ich erstmal Alleinunterhaltung. Ja, soll ich sagen, aus der Gruppe rausgehen, oder? Ja, dann, das werde ich auch aus der Gruppe, damit ich noch ein bisschen Action nebenbei machen kann. Dann bis einen guten Hunger. Bis gleich. Viel Spaß. Jo, danke. Ich winke dir auch zu. Für 5 Sekunden kannst du das sehen. Yay. Bis gleich. Hau rein. Erdbeeren. Immerhin. Kriege ich mich ein bisschen alleine noch weiterhin auf. Kann man ja auch machen, ne? Sich alleine auch ein bisschen aufregen. So. Mich selber brauche ich erstmal nicht sehen, passt schon. Habe ich jetzt alles im Blick links. Dann muss man einfach nur auf eine gute Tagesrotation warten, dann macht das auch Spaß zu spielen, aber. Okay, kaum ist wenn nicht, da kommt ein gutes Spiel. Nein. Aber ist einfach. Heute ist nicht der Vorgestag, sag ich mal. Heute ist nicht so der Day. Ich habe übrigens für Among Us habe ich einen Screenshot auf meinem Handy, was ich alles einstellen muss für um das irgendwie balanced zu machen. Man müsste mal vielleicht für uns anpassen, nur so etwas so nach und nach zum Beispiel, weil wir noch nicht so die krasse Erfahrung haben, aber zum Austesten denke ich mal, ist erstmal okay. So, jetzt kommt dabei erstmal krass knallharte Toucan-Action. Jawohl. Bis auf 2 sind alle auf hier. Absolut Frechheit. Easy Snake. Komm gut mit, Leute. Alter, einer ist schon durch. Ach, wir haben Cheater in der Runde. Nice, das ist doch schön. Oh. Vorgestern mit Cheatern spielen. Macht direkt Bock. Das ist ein Platz, den Sven jetzt abgegeben hat. Für den Cheater. Einfach, entweder kann man so mal auf Sven schieben, ja? Das ist gar kein Problem. Naja. Schauen wir mal. Schauen wir mal, wir machen einfach so. So 2 Stunden Stream oder so, dann passt das schon. Schönen gemütlichen Abend nebenbei. Ne? Kann man glaube ich mal machen. Mal zwischendurch mal was anderes als nur durch die Valorant zeigen. War ja auch damals immer der Wunsch auf YouTube, deswegen machen wir es natürlich auf Twitch auch nochmal.
Einfach mal gucken, wie es hier alles läuft, ne? Und ich hoffe, es läuft jetzt in Richtung gutes Spiel. Aber ich glaube, alles schon, alles. Ja, ist okay. Ist okay. Erstmal okay. Kann man machen. Darauf erstmal Dragon Ball hier. 4 Sterne. Dem Spielmodus gebe ich 4 Sterne. Der Map hier. Aber danach kannst du Käse werden. Aber so richtig Käse. Apropos, da ist ein Burger mit Käse drauf. Und mit diesen DLC-Skins. Ne? Hey, halten Sie für etwas Besseres. Bin raus. Ich hab die gleiche Hose, Brudi. Wir müssen es jetzt gemeinsam erreichen, das große Finale. Jawohl, der Pinky the Brain, Jung. Der hat mich durchgezogen. Das hat mich aufgehalten, aber macht nichts am Rhythmus. So, mal durchhasseln. Knappes Ding. Jawohl, schubst mich weiter. Nice, Leute. Ehre. Ehre. Easy Snack. Runde 3. Ja. Mir kommt es halt krass mit Aimbot unterwegs. Ich habe jetzt nicht darauf geachtet. War jetzt wieder der erste direkt drin? Muss ich gleich nochmal drauf achten. Hatte ich direkt wieder vergessen. Stimmt, also die Runde wird nichts mit Sieger werden hier. Das ist jetzt absolut kacke. Oh Mann. Ja, ich glaube, Mirko sollte auch mal sein Aimbot ruhig mal auch einmal zumindest mal zeigen. Ne? Während des Turniers. Darf er ruhig mal machen. Einmal schon so 50 Kills präsentieren, so in einem Match. So zum großen Finale. Warum nicht? Er hatte Vollgas Aimbot, ja. Also, aktuell gibt es den Flugbot. Bin ich mal gespannt. Hoffentlich Reifenlegende, der fliegt da immer schnell durch. Oh, wieso sage ich sowas? Ich bin raus. Oh Mann, ey. So, bin wir da. So, brauchst du immer eine Stunde beim Essen. Was ist los mit dir? Ich habe meine Pizza nur mir nach oben genommen. Oh, Svenny. Aber keine Sorge, ja. ich bin gleich raus. Ich habe gerade einen Cheater hier drin. Echt? Ja. Ist eine fliegende Taube. Also, das klingt jetzt doof, aber hier ist eine fliegende Taube, die alles kaputt macht. Ach, hat nicht gezählt, bin da durchgeflogen. Ja. Reifenlegende ist allein deswegen scheiße, wenn du nämlich durch das Ding fliegst. Mhm. Und dann zählt es nicht. Obwohl der erste was. Oh Mann. Leute, ich nehme einfach so ein bisschen mit hier. Na komm. Ah, Mann, die Folge. Ah, ich kann aber verstehen. Ganz ehrlich, das lohnt sich gar nicht. Das ist einfach. Das ist aber so ein schlechtes Spiel. Die Tagesrotation ist einfach scheiße. Ah, jetzt sehe ich die fliegende Taube. Ja. Ja, das ist ziemlich auch krass am Fliegen. Mhm. Er ist halt eine Taube, ne? Ja. Schafft man ab Level 60, dann kannst du auch fliegen. Ah, ich find's krass, dass es Leute gibt, die in so ein Spiel cheaten müssen. Ja, das ist ein Fun-Spiel, Sven. Natürlich muss man cheaten. Das hat man doch gar kein Fun. Hm. Es gibt das perfekte Spieler für Cheaten, weil Cheater haben nur Spaß daran, anderen den Spaß wegzunehmen. Und das hier ist ein Spaß-Game quasi, weißt du? Das ist ja quasi schon der Grund, warum die Leute hier cheaten.
Weißt du? Ja, aber ich weiß nicht, wie, was im Leben schiefgegangen sein muss, um anderen Leuten den Spaß am Spielen wegzunehmen. Weißt sehr du? Gute Erziehung, Sven. Sehr gute Erziehung. Wahrscheinlich gar nicht. Ja, da war ja auch sarkastisch gemeint, sehr gut. Ganz ehrlich, diese Kinder hätten alle in der Erziehung irgendwie eine Zuhälterstelle bekommen müssen. Ja, du, wir wissen machen. Irgendwie so eine Links-Rechts-Cockstelle oder so. Von mir aus auch mit der Faust. Janik hat Spaß. Ja, das Spiel ist einfach sackig. Das ist aber der schlechteste Spielmodus, den es gibt. Ja, habt ihr eine Idee, was wir machen können? Ja, wir machen einfach beschissenen Spielmodus. Verpiss dich, Ente. Du nicht. Ich reise mit dir die Tode. So ein Scheiß-Game. Ich hab dir auf Twitter angeschrieben. Das Spiel ist scheiße, ja? Sollt ihr mich ernst nehmen? Oh Mann. Ah, das ist echt. Nein. Reif-Legende-Schmutz. Ja, Reif-Legende ist echt kacke. Wer will's mal? Ich find's aber interessant. Eigentlich müssen wir es als kleine Twitcher easy haben bei Vollgas. Meinst du das? Eigentlich schon. Ich habe mir heute gedacht. Komm, gestern, du gehst eben kurz nach unten. Dann kannst du eben mal kurz, weil keiner von deinen Leuten, die du gucken möchtest, gestern mal kurz bei Vollgas hin. Dann bei den kleinen Twitchern. Und dann siehst du einfach auch nur Schmutz. Oh. Also eigentlich ähnlich wie bei YouTube, nur dass man bei Twitch eigentlich dann ja easy einfacher finden kann, weißt du? Ja. Aber ne. Weißt du, der Einzige, der kein Greenscreen frei war, der gesagt hat, schau den Stream oder du kriegst Corona. Ah ja. Also das Niveau ist nicht weit oben, sag ich mal, im Vorgeistbereich, weißt du? Zumindest so bei den niedrigen Zuschauern. Aber krass. Was willst du machen? Was willst du machen? Ich glaube, es wird einfacher, wenn ich nicht die Schuhkarten habe, oder was meinst du? Ich weiß es nicht. Alter. Ich wechsle doch schon, beruhig dich. Nee, ich krieg meinen Controller nicht mehr angeschlossen. Sven ist raus. Dümmste Erfindung, die es gibt. Ein Controller mit Kabel. Hol dir doch eine ohne. Alter. Kein Kommentar. Das war's, das spiele ich mit Maus und Tastatur. Okay. Willst du einen zur Seite legen? So. Was war Henning? Jetzt geht's ab. Okay, du bist wieder Einhorn. Ja. Mit Sonnenbrandskin. Ja. Diesmal, das erste Mal seit Monaten gefühlt, wo ich weg von meiner Gewinnerfarbe gegangen bin. Seit meinem ersten Moment hatte ich immer Schwarz-Gold. Aber jetzt bin ich mal davon weggegangen. Mal gucken, wie das so ist. Pass auf, ich fliege jetzt in der ersten Runde raus. Pass auf, ich sage dir, das wird jetzt passieren. Och, nee. Svenny! Hast du von der einen Runde, wo ich jetzt gespielt habe? Ich habe ja nur eine Runde ohne dich gespielt, ne? Ja. Genau in der Runde war Türenlauf. Da habe ich mir gedacht, boah, Sven spielt, wenn er nicht da ist. Bin ich echt enttäuscht. Das heißt, er ist ja noch absoluter Favorit von deinen Hassgames hier. Ja. Du hast ja 20 von den 22 Spielen im Vorgast, also. Aber das ist oben mit dabei. Wir müssen mal eine Vollgas-Tierliste machen. Ich glaube, du packst alles auf F.
Nee. Nee, du doch nicht. Und wir kriegen halt meistens die Leute auf, weißt du? Ja, das ist ja nicht mehr. Du bist ein. Du bist jemand, der liebt Menschen. Hör auf! Genau so! Das werden wir Kunden anrufen. Hör auf anzurufen! Au! Oh Mann, ey. Alter! Knappli Doodle! Jojo, hinter Yannick! Hallo! Hallo! Das war wirklich knapp. Das ist alle gut durchgekommen, aber vorher verkackt. Oh, da waren zwei auf der Ziellinie. Belastend. Aber der Super Sonic ist schon wieder drin. So ein 10er Sonic, das gefällt mir nicht. Hast du eigentlich Unter- und Oberteil vom Papagei geholt? Nee, das ist das Unterteil von der Taube. Achso, ja. Stimmt ja. Aber passt thematisch. Zumindest von aus der Entfernung. Ist das so eine selbstgemachte Pizza oder ist das so eine Backofenpizza? Eine Backofenpizza. Okay, so zum Auftauen und so. Irgendwie vertrage ich das nicht mehr so abends. Weißt du, irgendwie ist das irgendwie so kacke. Echt? Ja. Krass. Also nicht im Sinne von, ich vertrage das nicht, denn Bauchschmerz oder sonst irgendwas, sondern irgendwie so. Einfach keine Lust mehr drauf, oder? Ja, wie dieses liegt dann so im Magen und ich denke mir so wie was Leichteres oder so. Ah, okay. Ich bin nicht mehr mit den Alters. Na komm. Svenny. Komm. Raus mit dir. Hallo Svenny. Svenny. Bin ich auf Trau oder bin ich auf Banane? Das sag ich dir nicht. Oh. Jetzt bist du auf Kirsche. Melone, also, okay. Ich hasse das Spiel hier, ne? Alter! Ja, der hat mich runtergeworfen! Die goldene Regel. Warten, nicht, Wichser! Nicht essen. Dieser scheiß Jesus-Wichser da! Oh mein Gott, ich wollte zum anderen Ding und. Pass auf vor diesem Typ, der nicht aussieht wie Jesus. Mit den langen Haaren da. Das ist der Gregor Onk. Wie so David es sagt. Weißt du, bist du kurz am Pizza essen und wirst du runtergespült oben. Ja, das ist die Bestrafung sein. Ich hab's. Lass ich mal bei Memory rausfallen. Ich hab. Ja, wer dessen ist, wenn? Wo ist die doofe Taube? Da ist die Taube. Hoffentlich ist dieser scheiß Gregor Onkel Jesus Typ hier auch rausgeflogen. Nee, ich glaub nicht so. Hätte er verdient. Nein. Ich bin raus. Oh Mann, schweifende Scheiße. Na, Team abschweifen ist ja nicht so schlimm wie normales Abschweifen. Ja doch, du musst dich auf dein Team verlassen. Oder auf eins nicht verlassen. Ich bin schweifelos, weißt du? Das wird jetzt stressig. Stressige 90 Sekunden sind. Du gelber Hannes. Gib her. Treib dich in die Enge. So machen wir dann nämlich. Aktuell easy, guck weiter. Gar kein Problem. Oh.
Jo, danke, Falk. Dir auch noch einen schönen Abend. Und viel Spaß noch mit Mirko. Ja, auch noch einen schönen Abend. Du bist Chatboy. Finde ich ganz gut. Haha, ich habe ihn jetzt. Ja, du nicht. Nein! Hehe, scheiß auf Grün, Junge. Nein! 20 Dezibel Entfernung oder du schaffst trotzdem. Das ist Bullshit. Ich hab das Spiel gesagt. Raus. Ja. Man spielt auch so ein Kack-Game. Weißt du, warum macht man solche Spiele? Wenn man es nicht richtig programmieren kann. Gute Frage. Ja, wohl Ehre übrigens. Falls auch für Ehre. Ich meine, wir sind jetzt bei Tag 4 oder 5 schon. Ich weiß es nicht. Du musst du bis 0 Uhr machen, Sven. Ah ja. Wie lange willst du heute noch machen? Na, ich hätte gesagt, noch so bis, wenn wir 2 Stunden voll haben. Okay. Oder was sagst du? Ja, können wir wohl machen. Nein, du bist der Chef? Es ist Tag 4. Ha. So. Das heißt dann noch 3 Tage, also morgen kommt ja noch ein Tag dazu, wegen dem Turnier. Ja. Das letzte Gruppenspiel. Nice, Sven. Und danach ja, sowieso mindestens noch wegen dem Finale noch eins. Mhm. Ne? Also einen müssen wir noch runterkriegen, sonst ist es noch extra. Und dann haben wir es. Ich habe mir gedacht, zur Halloween müssen wir auch noch was machen, Sven. Zur Halloween? Ja, sonst machen wir Watch Party oder so. Kann man auch machen. Oder irgendwie Horrorfilme oder was? Ja, da gucken wir einfach zusammen auf Twitch Horrorfilme. Sehe ich uns. Ach, diesen einen Film, wo wir Döner weggelegt haben. Ich glaube nicht, dass er da ist, oder? Schade. Prime? Weiß ich nicht. Wir gucken einfach Family Guy, das Horror genug. Wäre auch schon lustig. Weißt du, alle so am Essen und dann alle liegen die Essen so weg. Lügen. Lügen. Ja, der Nachfolger ist meine ich aktuell bei Prime. Hast du den gesehen? Nee, doch nicht. Du? Ja. War ja klar. Ja, du wolltest nicht mit mir gucken. Ich hab dir gesagt, ich hab den Nachfolger bei mir. Du kamst dann nie. Ja, du hast gesagt, hier wegen Corona aktuell kein Bock. Das stimmt gar nicht. Du warst ja sowieso schon mal da. Ja, dann hätten wir den gucken. Halt mich nicht fest! Oh Mann, ich muss sagen, Sven Lassert. Alter. Svenny! Svenny! Sven ist raus! Nein! Svenny! Svenny! Hey, du böser Gock! Okay, und ist der Nachfolger denn gut oder? Ich mochte den eher. Es ist nicht direkt der Nachfolger, es ist einfach nur von dem gleichen Regisseur halt der nächste Film, ne? Ja. Aber, nee, doch, ist aktuell in Prime, ja. Ja. So gucken wir Midsommar am 31. Können wir auch machen. Und danach kann man immer noch gucken, das Loch im Boden. Das klingt auch irgendwie nach einem Horrorfilm. Ja. Ja, aber kann man ja dann immer noch gucken. Ich weiß doch, wo wir hier Cabin in the Woods geguckt haben. Ja. Und dann, der erste Typ, den wir so gesehen haben, das ist Bernd. Der mit seiner ausziehbaren Bong oder was er da hat. Ja, ja. Der war geil drauf. Aber den fand ich zum Beispiel, dafür, dass das ein Horrorfilm sein sollte, fand ich den zum Beispiel nicht als Horrorfilm. Nee, der war irgendwie ein bisschen Comedy-mäßig. So, so Horror-Verarsche irgendwie so mehr so. Ja, so ein bisschen so wie Scary Movie, so ein bisschen so. Ja, genau. Den nimmst halt nur ein bisschen ernst. Nur ein bisschen ernster. Ja. So ungewollt, weißt du? Scary Movie ist ja gewollte Verarsche. Das ist so ungewollte Verarsche vielleicht. Genau. Du musst Karin sein. Jetzt gehen wir an die Eier. Aber können wir ja gucken. Ist ja am Samstag, ne? Ja, da feiern wir. Samstagabend? Achso, ich dachte, wir sind Samstag den ganzen Tag streamen.
Nee, Samstag. Das macht ja keinen Sinn, im Mittag einen Horrorfilm zu gucken. Ja, dann Horrorspiele oder so. Nee. Was sind 20.000 Leute und werden von so einem blauen Papagei festgehalten? Das ist so typisch, ne? Einfach so typisch. Es gibt mir das Ei doch! In der Mitte! Jawohl! Jawohl, wir haben goldenes Ei, Sven! Ich spiele jetzt Verteidiger! Ich muss. Wow, 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 wow! Rot hat uns ein Ei geklaut! Mach nichts, ich ball das Goldene. Ich ball das Goldene. Das Goldene bleibt bei mir. Verpisst euch, ihr scheiß Wichser, ey. Wow! Das Goldene Ei ist mein Ei, ja? Ich hab's groß gezogen. Du Huren-Ananas! Sven, beschützt es! Sven! Wow! Nicht mich! Also wir sind sowieso fast da raus auf... Ja, wir sind draußen rausgeführt. Beschützt den, Sven! Beschützt den! Wieso hält mein Teammate mich denn fest? Bist du Lutscher oder was? Du bist Lutscher. Mein Ei! Nein! Sven! Dein Einsatz! Petro sorgt dafür, easy snack! Achso. Oh oh! Easy! Ja moin! Jetzt kommt Spiel 4, ne? Ja! Ja! Ein Spiel noch, Sven! Dann Finale! Dann könnte Finale. Das heißt, jetzt kommt in jetzt kommt so 13-13 Spiel. Ich glaube, wir sind raus. Bin ich ehrlich. Wir sind raus. Wir sind raus. Oh Mann. Also ich würde sagen, nach der Runde machen wir noch eine Runde und dann passt das. Würde ich sagen, oder? Okay. Ja. Hi, it's time. Oder? Wir machen das so. Wir machen so. Entweder machen wir noch zwei Runden. Oder wir machen. Oder wenn wir jetzt zum Beispiel nächste Runde einer von uns gewinnen sollte. Ne? Ja. Machen wir dann einfach so lange, bis einer keinen. Bis wir nicht gewinnen. Weißt du? Bis wir. Also, wow! Was denn? Ich bin runtergefallen. Was? Nimm nur Ring. Nimburgring? Neben dem Ring, weißt du? Steht genau auf meiner Höhe, dass ich so durchlaufen hätte können, ne? Oh, du Affe! Wie viele hast du? Zwei. Ah, ja. Ja, du, das ist mehr als letztes Mal. Was soll ich sagen? Ich mag den nicht, der Wolf guckt auch schon so nach dem goldenen Ding. Ach, fick doch einfach alles hier. Nein, Sven. Wieso kommt die da hoch und ich nicht? Immer, das ist einfach. Das reicht mir auch jedes Mal. Nein! Hast geschafft? Success! Ja moin, gegen den Ring gesprungen. Wir bei deinem Rettungsring. Alter! Alter, bei diesen Spielen, da kriege ich so schlecht Laune. Ja, weil es einfach so schlecht programmiert ist.
Ja! Aber als extra, weißt du? Okay, da scheint es so viel um den goldenen Ring, dass wir noch eine Chance haben zu gewinnen. Wie viel hast du? Ein! Okay, du brauchst einen goldenen Ring. In der Mitte, Sven, ist ein goldener Ring! Jo! Nein, der ist weg! Ja, der ist hier weg, das stimmt. Da ist noch ein goldener Ring in der Mitte, Sven! Ja, da komm ich hin, da komm ich hin, da komm ich hin! Goldener Ring! Ich hatte ihn nicht nötig, aber ich habe ihn genommen. Ah ja! Da war noch einer, der hätte ihn sonst genommen. Wir nehmen lieber einen weg, der es nötiger gehabt hätte als ich. Das war goldener Ring oder raus? Okay, goldener Ring, goldener Ring, goldener Ring, goldener Ring. Raus. Direkt vor allem der, direkt vor deinem Augen, der Typ, der schoss natürlich. Ja. Belastend. Finale mit 15 Leuten ist schon direkt scheiße. Weggehext. Könnte, ja. Spruchklub, komm. LOL. Sven. Ja. Ich sehe mich da nicht. Aber ist das hier nicht schon. Ist das nicht Spiel 5 hier? Oder haben wir es erzählt? Muss dann ja. Die machen niemals mehr als 6 Spiele. Mehr als 5. Okay. Dann haben wir es doch erzählt. Aber beide. Oh shit. Also bis 15 kennen wir auch nicht mehr. Nee. Unsere Kompetenz ist einfach gesunken. Oh ja. Vielleicht müssen wir einfach 5 Follows oder 5 Abos in den nächsten Tagen kriegen, dass wir wieder wissen, wie man es richtig zählt. Genau. Aktuell hasseln wir aber gut durch. Ja. Los, hasseln! Los! Hasseln! Hasselberry! Hasselberry Fan, let's mach! Die Ente macht mit! Jawohl, brave Ente! Jawohl! Die Ente ist es! Dafür fange ich rot ab. Oh, schade. Kann ich nicht mehr. Finale! Jetzt aber! Okay, mit 10 Mann Finale. Krass. Krass, ne? Bergspitze. Moment, einer ist sogar rausgegangen. Ne, doch nicht. Ja doch, einer ist rausgegangen. Von dem roten direkt. Okay. Bergspitze, dann kann stehen bleiben quasi. Das ist einfach nur so. Ich kann mir vorstellen, dass zum Beispiel Sprungclub kommt. Weil das einfach der Tagesrotation ist. Ah, okay. Weggehext, ja. Ja. Ob jetzt das Random Game oder der andere. Ich hab Weggehext das erste Mal gewonnen mit Controller und das zweite Mal mit Tastatur. Ich weiß jetzt nicht, was der Way to Go ist. Ne? Oh lol, Svenny! Oh! Lol, Svenny! Mal raus! Janik! Ich wusste nicht mehr, was hechten ist. Das ist der Nachteil, wenn du nur mit einer Sache so gewöhnt bist, weißt du? Ja. Pisst euch! Pisst euch, hey, hey, hey! Pisst euch, oh. ja. Pisst euch. So richtig krass. Pisst euch, ich fick euch Arsch, ich hab's für dich. Pisst euch. Na, ja, easy Snacks, man. Alter. Easy Snack, Booty. Erst, ich muss die Brücke hier verkürzen, Junge. Dass niemand mehr darüber kommt, ne? Und dann mach ich. Oh shit. So ein bekloppter Gockel, weißt du? Da ruiniert alles, war also klar. Piss dich. Boah, das ist schon die letzte Ebene. Ja, die haben die Farben geändert. Die Wichser. Aber Sven, weißt du, wer raus ist? Du? Ja, da hab ich sowas von. Ja, guck dir das an hier. Oh! Siehst du die Länge, Sven? Na! Oh! Zweiter! Schon wieder! Mama!
Oh Mann, ey. Aber ein guter zweiter Platz. Ah, ich bin halt Leverkusen. Nee, ich bin aktuell Dortmund. Dafür aber jetzt 17. Oh Mann. So, letzte Runde oder Win? Was meinst du, tritt einzeln? Letzte Runde. Sven! Ja, man muss ja auch ein bisschen hier realistisch bleiben. Also ich dachte, Erwartungen drücken. Also meinetwegen kann es gerne so bleiben. Und du? Schade. Oh. 51, aber ja. Am 9. Leck mich mit seinen scheiß Türenlauf. Aber Spinny. Ja, aber Türenlauf. Dafür sind 9 weniger in die Runde gekommen. Ja, 9 weniger, aber trotzdem Türenlauf. Ja, einmal muss der Türenlauf ja auch haben. Ja, aber wenn mit ich Hammer. Vorne bin. Mit Hammer auch noch. Dann lauf nicht voraus, Jung. Ja, aber ich bin immer halt der Schnellste. Bist du nicht. Du bist einfach der Doofe, der vorauslaufen möchte. Ja, weil ich halt gut bin. Dann, deswegen schaffst du es ja auch nie, weil du so gut bist. Ja, ich hab's nicht geschafft, weil ich ja im letzten Tor das Falsche genommen habe. Ja. Ja, das fand ich auch ein bisschen merkwürdig gerade. Ey, nicht bumsen! Alles klar. Okay, ich bin Zweiter. Ich weiß. Sven macht genau. Erster! Sven macht den gleichen Fehler wie sonst auch. Alter! Jetzt bin ich wieder fast Letzter! Ja, gleicher Fehler wie sonst auch. Zweiter gerade. Und der Hammer haut mich nie nach vorne. Oh, dann durchgelackt. Ja, aber trotzdem. Ja, wenn du das gleich. Ich lackte doch nicht, mach's nicht so. Wenn du es drauf so machst, lass dich nicht beschweren. Ja, weil wenn ich weiter hinten bin, dann fuck mich die anderen ab. Ja, deswegen bin ich auch vor dir gewesen mit Vierter. Ja. Nächstes Mal lauf einfach Hand in Hand. Ja, okay. Okay. Machen wir jetzt auch. Hand in Hand. Goodie. Okay. Kann man das eigentlich greifen? Also wenn man sich gegenseitig greift und dann springt? Ja. Geht das? Nee, glaube nicht. Du kannst halt weg versuchen dadurch zu kommen aus dem Griff. Achso, aber man kann nicht irgendwie zusammen hochspringen und gleichzeitig knuddeln? Nee. Ah, okay. So ein Freudensprung nicht. Svenny! Hand in Hand, Junge! Na toll! Na toll! Svenny! Ja. Ich halte dich auch jetzt nicht fest. Wir müssen ja jetzt hier sorgen, dass einer von uns hier im Finale gewinnt, ne? Damit wir auf jeden Fall unendlich viele Runden machen. Ne? Sehe ich uns. Alter, ich fahre gleich schon wieder bei der Kurve runter. Dann lauf nicht mit der Masse. Wo ist Sven? Ja moin! Und jump! Oh, Baumstamm! Baumstamm! Jump. Und Schlamm? Baumstamm? Wow, da hab ich drauf, wo ich gesamt bin, weggebockt. Ich hab kein Wort verstanden. Nein! Gross. Oh shit. Hört auf, mich festzuhalten, ihr Fixer! Sven, du musst das regeln, ich werd's nicht. Svenny! Ey, das ist absolut kacke. Ich mach eine Ehrenrunde. Oh Gott. Ach, du lebst noch! Ich hab extra gewartet, weil ich die Reihenfolge mega scheiße fand vor dem Ding. Ah ja! Weißt du, ich dachte, wir gehen so Hand in Hand, ne? Ich hab gemeinsam. Deswegen kündige ich das ja auch an. Ich hab nächstes Mal gemeinsam sterben gesagt. Ich hab gesagt, wir schaffen es gemeinsam. Nicht, wir versagen gemeinsam.
Ich will es wissen. Du weißt das, wenn ich muss oben sein, sonst eher möchte ich nicht versagen. Nur an der Spitze möchte ich versagen. Weißt du, ich dachte, du bist so losgelaufen, lauf extra los mit dir. Ich bin auch losgelaufen. Nur bin ich extra nochmal runtergegangen, so eine Sicherheitsebene, um dann nochmal Sack zu machen. Alter. Also ich hatte auch nicht mehr so viel Spielraum, das Ding war direkt hinter mir. Also ich habe quasi den David gemacht, aber nur in gut. Oh, jetzt bist du gestorben. Ja, ich muss, wie gesagt, ich muss oben sein, sonst möchte ich nicht versagen. Aber für den einen, für das Küken auch belastet. Ja. Ja. Und Löwe macht's. Krass. Junge, ja. Aber immerhin, so, ich bin eine Stunde 50. Ja. Hallo. Das war. Wir fallen und weinen daraufhin, Guys. Und ja, das war Fall Guys. Morgen geht's weiter mit Valorante. Und dann schauen wir mal, wie der Hype dann danach wird. Und wie wir die anderen Tage füllen, damit ihr uns endlich hier ein bisschen Geld geben könnt. Oh Mann. Haut rein, Leute, und vielen Dank. Tschüss. Ah, geil. Nice.